Guckt euch das an, Leute. Ne? Ich meine, für viele ist das Ganze jetzt kein Problem. Und viele meinen, ja, ach, das geht ja noch, ich bin tausendmal dicker und so weiter. Ich habe meinen Körper ganz einfach durch das Gamer-Sein bzw. durch den Bürojob an sich einfach kaputt gemacht. Die körperliche Fitness ist so weit zurückgegangen, dass ich halt echt an einigen Stellen dachte, ich kriege wegen Stress Herzprobleme. Tja, das Ganze ist nun 100 Tage her. Und heute möchte ich euch das Ergebnis präsentieren und den Weg dorthin. Denn am 9.8.2018 habe ich begonnen, täglich Sport zu treiben. 50 Tage lang habe ich also unterschiedlichste Sportarten betrieben. Das heißt, ich war schwimmen, Tischtennis spielen oder auch bouldern. Und all diese Dinge haben nicht nur unfassbar viel Spaß gemacht und mich vor allem motiviert, wieder Sport zu treiben, sondern ich konnte auch schon die ersten Erfolge verzeichnen. Ernährung war dabei natürlich auch ein sehr entscheidender Faktor. Und da ich das Ganze in den Blogs dokumentiert habe, habt ihr auch eine tragende Rolle dabei gespielt. Ihr habt hierbei nicht nur Motivation gegeben, sondern auch beratend gewirkt. Speziell die Ausführung von Übungen und Ernährung war natürlich ein heiß diskutiertes Thema. Und gerade deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, mir für die letzten 50 Tage einen Spezialisten ins Boot zu holen. Denn ich hatte das große Glück, Robert Radtke kennenzulernen. Er ist nicht nur Personal Trainer, sondern auch Nutrition Coach. Denn er trainiert von Beruf Athleten, die nicht nur zu einer bestimmten Zeit topfit sein müssen, sondern auch auf ein gewisses Gewicht, auf ein gewisses Level kommen müssen. Und seine Professionalität habe ich mir zunutze gemacht. Denn neben der Erstellung eines Trainings- und Ernährungsplans haben wir auch mein Körperfettgehalt gemessen. Die Zahlen für den Tag 50 sahen also folgendermaßen aus. Mein Körpergewicht lag dabei bei 78,8 Kilogramm. Mein Körperfettanteil lag bei 23,8% und 163 mm war die Summe aller Hautfalten. Man könnte sagen, ich habe in den 50 Tagen einiges erreicht, aber es gab noch sehr, sehr viel zu tun. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei meiner kleinen Transformation. This is the hour. Darkest place, Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world, good world gone bad.
Geschafft, getan, meine Damen und Herren. Da ist er, der neue Maxi. Ja, nicht nur sportlicher, sondern auch optisch im Gesicht ansprechender. Grüße gehen raus an Gillette. Und diese erbrachte Leistung habe ich definitiv meinem Umfeld zu verdanken. Das bedeutet, ich bedanke mich zunächst bei euch für die massive Motivation. Und selbstverständlich geht auch der Dank an Gillette raus für die Unterstützung bei dem Dreh. Es sind wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen entstanden. Aber auch ein ganz großes Lob und meinen Dank möchte ich Robert und Marco aussprechen von Argo Athletics. Es wurde nämlich nicht nur die Location zur Verfügung gestellt, sondern einen Trainingsplan entworfen, der mir perfekt gepasst hat. Hierbei muss ich natürlich erwähnen, dass diese Maxim-Variante etwas aufgepumpt ist. So sehe ich nicht durchgehend aus, das ist klar. Nichtsdestotrotz kann ich auf erfolgreiche Zahlen zurückblicken. Das bedeutet, in 50 Tagen ist der Körperfettanteil auf 20% gesunken. Ich bin nochmal knapp 4 Kilo leichter geworden. Und die Summe der Hautfalten wurde auf 127 mm gesenkt. Und wenn man jetzt den Vergleich zu Tag 1 wagt, wird man feststellen, das ist ein Maxim, der 10 Kilo weniger drauf hat. Und das Entscheidende hier ist, man sieht nicht nur den Unterschied, man spürt ihn. Meine Lebensqualität nach den 100 Tagen hat sich massiv verbessert. Denn nicht nur wurde das Fitnesslevel an sich erhöht, das bedeutet, ich kann mittlerweile 7 durchgehende Klimmzüge machen. Das war vorher undenkbar. Die wohl größte Änderung ist aber der deutlich verbesserte Schlaf. Das ist halt etwas, was super viel Lebensqualität wieder zurückgegeben hat. Denn im ersten Video habe ich ja erwähnt, dass ich wirklich nachts sehr schlecht schlafe. Ich habe durch den ganzen Stress und so weiter massives Herzflattern bekommen. Und dachte halt wirklich, ich kriege hier mit 30 Jahren einen Herzinfarkt. Und nicht selten muss ich meine Frau beten, dass sie wirklich möglichst nah an mir dran schläft, damit sie mein Herz spüren kann und bei Bedarf reanimiert. Es ist kein Spaß, soweit war's. Aktuell bin ich der glücklichste Mensch, den es gibt. Und ich vertrage auf Arbeit wieder deutlich mehr Kaffee. GG. Naja, und ein weiterer Punkt, der sich verbessert hat, ist die Strukturierung im Kopf. Ich bin einfach in vielen Dingen deutlich effektiver geworden. Nicht selten habe ich ja direkt nach dem Sport gestreamt und war auch beim Zocken besser. Das heißt, selbst die E-Sport- oder YouTuber- und Twitch-Faktoren haben sich für mich verbessert. Mit einem gesunden Körper ist der Geist auch deutlich effizienter. Naja, und mein Ernährungsschatz hat sich auch deutlich verbessert. Aber ich möchte hier auch nicht auslassen, dass nicht alle Ziele erreicht worden sind. Das heißt, ganz wichtig für mich war die Körperhaltung. Und das ist eine Sache, die bekomme ich noch nicht hin. 10 Jahre lang schief und krumm dazusitzen, werden nicht in 100 Tagen verbessert. Und wenn man das rausgeschnittene Material näher betrachtet, wird man auch feststellen, dass Robert sehr viel korrigieren muss. Und einige Übungen schlichtweg noch nicht gehen, noch nicht funktionieren, weil mein Rücken so krumm ist. Das sind aber Dinge, die ich mir vorgenommen habe, definitiv dran zu arbeiten. Naja, und abschließend möchte ich euch noch ein paar Dinge mitgeben. Zum einen hat das effiziente Abnehmen fast ausschließlich etwas mit Ernährung zu tun. Sport zu treiben ist super schön, aber gefühlt 90% des Erfolgs kommt über das Essen. Und das ist auch der Faktor, an den ich am meisten denken musste. Essen schwebt mir permanent im Kopf. Nicht wegen dem Hunger direkt, sondern wegen der Vielfalt. Sich jahrelang monoton zu erlernen, war das größte Problem für mich. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass es sehr schwierig ist, Sport in den Alltag einzubauen. Na, ich lese eure Kommentare. Ich weiß, dass es schwer ist. Und von den 100 Tagen kam ich auf 80, 90 Sporttage. Gerade zur Gamescom-Zeit oder ähnliches. Das geht nicht. Trotzdem hat sich jeder einzelne Sporttag massiv gelohnt. Na, und ein anderer Faktor ist die Disziplin. Ich weiß, wie schwer es ist zu verzichten, okay? Ich liebe Nudeln mit Pesto. Und über Süßkram müssen wir nicht reden, Leute. Wichtig für mich war, dass sich die Motivationsstruktur geändert hat. Denn mit Robert habe ich nicht nur einen 1A-Trainer gehabt, der mich zur Leistung gebracht hat, die ich selber nicht gemacht hätte. Ich hätte schon deutlich früher aufgegeben bei vielen Aspekten. Sondern wichtig war, sich ein schlaues Belohnungssystem zu überlegen. Wenn ich abends Sushi essen will, heißt das, dafür zu arbeiten. Und dann schmeckt deine Belohnung, was auch immer es sein mag, dreimal so gut. Solche kleinen Dinge machen es überhaupt erst möglich, 100 Tage durchzuhalten. Das sind Faktoren, die ich definitiv mitgenommen habe. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vielen Dank geht nochmal raus an Gillette. Ohne sie wäre das Video qualitativ deutlich schlechter ausgefallen. Und euch wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Sporttreiben und ich selbst freue mich schon auf die nächsten 100 Tage. Haut rein und Dankeschön.